Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf dem Kanal Schoki Banoki. Mein Name ist Sunny vom Kanal Einfach Sunny und ich unterstütze diesen Kanal mit ein paar Lifehacks, Family Hacks, Technik Hacks, wie auch immer. Sunny's Happy Life quasi. Und heute möchte ich mit euch über das Thema die Umschlagmethode sprechen und wie ihr damit eine ganze Menge Geld sparen könnt. Los geht es nach dem Intro. Ja, meine Lieben, wie ich es gerade gesagt habe, geht es heute um das Thema die Umschlagmethode. Ich habe diese Methode irgendwann im Netz entdeckt und musste sagen, ich finde sie wirklich hochinteressant bzw. sehr hilfreich, denn man spart dadurch wirklich eine Menge Geld. Ich war früher so, ich bin gerne mit der EC-Karte einkaufen gegangen. Ich hatte zwar immer einen groben Plan von wegen Einkaufsliste, Menüplan und so weiter. Doch, ich glaube, ihr kennt die psychologischen Tricks der Einzelhandelketten bzw. des Einzelhandels, dass sie immer so nett diese ganzen Angebote in dieser Fahrspur trapieren und man irgendwie nicht dran vorbeikommt. Und sei es nur dieser 1-Euro-Artikel, wo man sich sagt, ah, cool, kostet nur 1 Euro, brauche ich. Nein, in Wirklichkeit braucht man diese Dinge nämlich nicht. Und seitdem ich die Umschlagmethode anwende, komme ich auch gar nicht mehr auf die Idee. Doch wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir dafür IKEA-Sippbeutel gekauft, beziehungsweise hatte ich noch zu Hause, habe diese beschriftet mit Woche 1 und Co. Ich nutze deshalb IKEA-Sippbeutel, weil sie einfach langlebiger sind als ein Briefumschlag, denn der sieht nämlich nach ein paar Wochen ganz schön ranzig aus. Ja, wie gehe ich quasi vor? Zum einen habe ich mir erstmal unser ganzes Kontenmodell angeguckt und habe überprüft, welche Ausgaben wir für was haben. Sprich Kleidung, Lebensmittel, Genussmittel, Haustiere, Tierarztkosten, Freizeit, Hobby und Co. Dann habe ich mir überlegt, welche Dinge bzw. geprüft, welche Dinge werden abgezogen vom Konto und welche kann ich auch bar bezahlen. Zu dem Entschluss kam dann raus, dass wir Lebensmittel, Hygieneartikel, Haustiere, Gesundheit, also wie Apotheke und sowas in bar zahlen können und nicht mit EC-Karte. Deshalb habe ich mir ein Budget gesetzt, habe quasi mal grob überschlagen, was wir da so im Monat für ausgeben und habe dann gesagt, okay, dafür setzt du dir ein Budget. Dann gehe ich am Monatsende bzw. am Monatsanfang zum Konto und hole dieses Budget vom Konto. Das heißt, ich gehe los und hole mir 500, 600 Euro und hole diese quasi vom Konto. Dann gehe ich bei und teile diese 600 Euro durch 31, nämlich die Tagesanzahl des Monats. Ich rechne immer 31, da mir das völlig egal ist, ob ich jetzt 28 Tage habe oder 29. So habe ich immer ein bisschen Puffer. Wenn der Monat kürzer ist, habe ich halt wieder was gespart. Wie gesagt, dann teile ich es durch 31 und habe dadurch den Tagessatz. Da der Monat aber nicht immer auf Montag beginnt, sondern manchmal auch auf Mittwoch, auf Donnerstag, wie auch immer, nehme ich die Zahl und addiere sie quasi, nein, multipliziere sie mit der Zahl der Wochentage. Heißt, wenn der Monat am Mittwoch anfängt, dann rechne ich ihm halt diesen Tagessatz mal 5 und packe das dann quasi in Tütchen Nummer 1. Dann geht es weiter, nehme den Tagessatz, rechne mal 7, mal 7, mal 7 und dann die letzte Woche mal 2 oder mal 3, was auch immer dann da rauskommt und packe es in die jeweiligen Wochen. Am Sonntag gehe ich dann bei und lege mir nur dieses Geld für die kommende Woche in mein Portemonnaie. Und danach wird geplant. Danach wird geprüft, was brauche ich für einen Haushalt, was brauchen die Tiere, was brauche ich an Lebensmittel, was muss ich vielleicht noch von der Apotheke besorgen und das wird von dem Geld bestritten. Der Trick an der Sache ist einfach, dass man bewusster sein Leben plant. Nicht, dass man sich bewusst einschränkt, sondern dass man genauer hinschaut, dass man guckt, was hat man für Angebote. Man guckt in seinem Hausrat oder in seinem Vorrat nach, was kann ich vielleicht die Woche mitverwenden zu kochen. Man schmeißt dadurch weniger weg, heißt, man spart ja auch schon, weil man in dem Moment nichts Neues kaufen muss oder beziehungsweise das Alte erstmal verbraucht, bevor man was Neues kauft.
und man geht bewusster mit seinem Geld um. Tue ich das mit der EC-Karte, landet das ein oder andere mehr im Korb, als ich vielleicht möchte. Heißt, ich gebe letztendlich mehr Geld aus, als ich möchte. Ja, und wir machen das seit einer grauen Zeit, also ist eigentlich schon seit ein paar Jahren, und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich plane dadurch wirklich den Menüplan, der regelmäßig jeden Sonntag bei uns erstellt wird. Ich gucke in die Angebote, ich prüfe meinen Gefrierschrank, ich prüfe meinen Vorratsschrank und ich gehe halt einfach bewusster mit dem Geld um. Und alles, was am Monatsende quasi noch in den Tütchen ist, beziehungsweise am Wochenende sonntags, wenn ich neues Geld für die kommende Woche in mein Portemonnaie stecke, das Restgeld wandert alles in eine Spardose und wird letztendlich für ja, Goodies zwischendurch genutzt. Sei es mal mit den Kindern Tagesausflug machen, wie auch immer. Und ich verspreche euch, wenn ihr diese Methode anwendet und dazu eure Woche bzw. euren Einkauf vernünftig plant, und damit meine ich nicht, dass ihr anfangt, geizig zu werden und euch keine Schokolade mehr kauft oder keine Gummibärchen mehr kauft, sondern wirklich bewusst guckt, was brauchen wir, müssen es 5 Tüten Haribo sein oder reicht die Woche vielleicht auch 2? Muss es unbedingt der Monte sein oder reicht auch die No-Name-Marke? Also ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ihr versteht, was ich meine. Man kauft halt einfach bewusster ein. Und ich verspreche euch, wenn ihr diese Methode anwendet, werdet ihr auch mehr Geld auf eurem Konto haben, weil ihr eben halt nur das ausgebt, was ihr eben halt auch zu Hause habt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch einfach gerne einen Kommentar unter diesem Video, was ihr zu dieser Methode sagt. Ob ihr eher die EC-Kartenkäufer seid und sagt, ist mir eigentlich egal, ich lebe jetzt und lebe heute. Oder ob ihr genauso wie ich seid und sagt, okay, ich probiere das mal aus mit der Bargeldmethode und werde sehen, was dann passiert. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Alles Gute bis dahin, eure Sanni. Ciao!